Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von German Best Javin TV. Wie ihr seht, ich bin heute nicht alleine, sondern habe wieder einen tollen Gast mitgebracht, und zwar unseren Sven, den ihr schon aus der Folge mit den Mandalorian-Mercs kennt. Hallo Sven. Hallo Carsten. Ja, sehr schön, dass du mich heute verstärkst, weil es ist natürlich auch eine besondere Sendung. Wir wollen die heutige Sendung oder die Sendung jetzt im September der DLFH widmen. Und es ist ja so, dass wir jetzt im September, das ist ja so unser, ich sag mal, DLFH-Aktions-Charity-Monat geworden. Und wir haben in diesem Jahr neben Last Geek Tonight auch noch tolle Verstärkung bekommen durch die Mandalorian-Mercs. Nochmal deswegen vielen Dank an euch. Gerne, gerne. Und ja, deswegen ist es natürlich auch schön, dass wir das heute zusammen machen können. Genau. Ja, für die, die jetzt sagen, DLFH, habe ich noch nie gehört, keine Ahnung, was das ist, ist auch ein bisschen schwieriger Name, zeige ich es nochmal kurz, damit ihr da auch nochmal ja, euch da erkundigen könnt, was es genau bedeutet. Genau, also DLFH, ich blätter das gerade runter, damit ich es vorlesen kann, weil es ein schwieriger Name ist. DLFH steht für Deutsche Leukämie-Forschungshilfe-Aktion für krebskranke Kinder, Ortsverband Mannheim e.V. Ja, langer Name, deswegen verkürzt DLFH gesagt. Genau, und für die DLFH, wie gesagt, machen wir jetzt im dritten Jahr schon eine Online-Auktion. Wir haben vorher auch schon in Speyer beim Technikmuseum oder im Technikmuseum in Speyer bei den sogenannten Sci-Fi-Tagen auch immer eine Tombola angeboten. Ich glaube, zum 5 oder 6 Jahre hintereinander. Klar, das Corona-Jahr war natürlich gar nichts. Da gab es dann, wie gesagt, diese Online-Auktion, und dadurch ist sie dann ins Leben gerufen worden. Und dieses Jahr können wir wieder beides machen. Ja, und zum Technikmuseum komme ich aber später nochmal. Genau, aber wenn ihr, wie gesagt, Interesse daran habt, das zu vertiefen, unter www.krebskranke-kinder.de könnt ihr nähere Infos finden zur DLFH und zu dem, was die machen. Die machen wirklich eine super Arbeit, eine tolle Arbeit. Und es ist auch so, wenn ihr euch noch näher erkundigen wollt, schaut bitte bei uns in Episode 11 nach, und zwar vom September 2021. Ich werde auch den Link hier nochmal im Text reinschreiben. Da haben wir ein Interview geführt mit zwei Vertreterinnen von der DLFH, und die haben uns dann Rede und Antwort gestanden und haben vieles über ihre tolle Arbeit auch berichtet. Also kann ich nur empfehlen, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Gut, dann wollen wir aber übergehen zur Auktion und da nochmal die Pakete genauer vorstellen. So, dann schauen wir mal. Genau. Okay. So. Und da, genau, wie gesagt, die Auktion machen wir zusammen mit Last Geek Tonight. Deswegen bin ich jetzt auch auf der Homepage von Last Geek Tonight. Ihr findet die Seite zu Charity-Auktion, findet ihr unter www.lastgeektonight.de, also Last Geek Tonight zusammengeschrieben, slash Charity, slash. Ich werde das jetzt kurz vorstellen, beziehungsweise zusammen natürlich mit Sven. Und dann ja, könnt ihr schauen, was es für tolle Sachen gibt, was ihr für welche tolle Sachen ihr bieten könnt. Also es ist, wie gesagt, diese Charity-Auktion zugunsten der DLFH Mannheim. Da steht hier auch nochmal drin, zum dritten Mal wird es angeboten, dieses Jahr dann eben auch zusammen mit unseren Freunden, den Mandalorian-Mercs, speziell natürlich vom Jaigalakla. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Korrekt, richtig. Okay, danke. Also der deutschen Gruppe praktisch, der Mandalorian-Mercs, ne? Genau. Genau. Genau, das ist, das stimmt nicht mehr so ganz. Gemeinsam haben wir nicht 23 mächtige Pakete, sondern 24 mächtige Pakete sogar noch. Auf das 24. können wir später noch eingehen. Ja, es ist so, wie schon gesagt, die Erlöse gehen komplett an die DLFH Mannheim. Die Aktion hat gestartet am 31.08. und endet am 29.09. um 20 Uhr. Das heißt also, um 19 Uhr gibt es wieder eine Sendung bei Last Geek Tonight oder von Last Geek Tonight über Twitch. Und ihr habt dann praktisch nochmal eine Stunde Zeit, innerhalb dieser Sendung nochmal zu bieten. Und um 20 Uhr gibt es dann ja, einen Schluss sozusagen der Auktion. Und da wird dann bekannt gegeben, für welchen Preis, sage ich mal, oder für welches Gebot die Dinge praktisch ersteigert worden sind. Die Namen werden natürlich nicht genannt aus Datenschutzgründen, aber man erfährt, für welche Summe die Sachen sozusagen weggegangen sind, um es mal so zu sagen. Genau. Viel sozusagen, aber Entschuldigung, das wird sich gleich im Laufe der Zeit noch verändern. Genau. Ja, es ist auch so, die Höchstbietenden werden dann zum Ende der Auktion natürlich benachrichtigt per E-Mail, und dann werden da verschiedene Daten natürlich ausgetauscht, also Adressdaten und so weiter, die wir brauchen, um euch natürlich die Sachen zuzuschicken.
Es kann aber auch so sein, dass wenn ihr auf die nächsten Cons kommt, zum Beispiel MagicCon oder ComicCon Stuttgart, dass wir euch die Sachen natürlich auch persönlich übergeben können, je nachdem, wo ihr dann anzutreffen seid. Ja, es gibt natürlich auch eine Spendenquittung, genau, die ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Eine Spendenquittung könnt ihr bekommen, das heißt, dann kann man es auch mal steuerlich absetzen. Ist es auch so, es steht auch nochmal hier zum Versand, das heißt, innerhalb Deutschlands übernehmen wir alle den Versand, außerhalb von Deutschland müssen wir nochmal miteinander sprechen, weil dann natürlich da die Versandkosten höher sind, aber da finden wir auch einen Weg. Dann ist es so, zum Datenschutz ist es natürlich auch so, dass wir ja die Daten untereinander austauschen müssen, dadurch, dass wir ja drei Gruppen, drei Organisationen sind. Das heißt also, dass dann die Namen, Anschrift und so weiter, Gebotshöhe auch ausgetauscht wird und auch der Zahlungseingang. Weil es ist nämlich so, dass das Geld dann an die DLFH gespendet wird automatisch über PayPal. Und da müssen wir natürlich von der DLFH erfahren, aha, keine Ahnung, Sabine Müller hat jetzt das und das eingezahlt und deswegen können wir die Sachen rausschicken. Und es ist so, dass die Daten natürlich nur mit den Personen ausgetauscht werden, die verantwortlich sind eben für diese Auktion beziehungsweise für das Versenden der Pakete. Und nach der Auktion werden die Daten natürlich sofort gelöscht. Ja, das ist so, glaube ich, im Groben das Allgemeine dazu. Ich weiß nicht, habe ich was vergessen, Sven? Nee, ich denke, das war's. Okay, ansonsten könnt ihr gerne nochmal alles nachlesen. Dann gucken wir mal nach den Sachen, die es zu ersteigern gibt. Wir haben einmal als erstes einen Helm, und zwar den Hunter-Helm sozusagen, also Hunter von Bad Patch. Bad Patch, genau. Einer der Klone. Das ist, glaube ich, der böse Klon, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Ja. Von Bad Batch, genau. Der also die anderen Klone praktisch verfolgt, jagt und Omega auch ja, für das Imperium sozusagen fassen möchte. Der Traitor. Genau, der Verräter, ja, genau. Ja. Genau, der Helm, muss man sagen, der ist noch nicht verarbeitet oder bearbeitet. Das heißt, der muss dann noch bearbeitet werden. Das ist praktisch ein Rohling, kann man so sagen, ne? Genau. Ja. Das ist ein Resinguss. Mhm. Der ist, ja, steht ja da von Sanitized Creations, Dino Hammerhöfer. Ist ein sehr hochwertige Arbeit, absolut geeignet für Cosplay. Und anders als in der Sendung bei Last Geek Tonight gesagt, wurde als Display-Ausstellungsstück, sondern da muss man halt kurz mit einer Handsäge oder Stichsäge oder Pfeile, wie auch immer, Dremel, das Visier ausschneiden und an der Nase diese kleinen Aussparungen noch raus. Dann kann man dann Visier einsetzen, kurz anschleifen, lackieren. Das ist wirklich ein super Ding. Wundert mich, dass es dafür noch keine, doch, ein Gebot gab es ja jetzt. Nee, noch keins. Der ist noch, genau, der ist noch gebotsfrei. Also vom Preis her wirklich ein Schnapper. Da sollte man schon überlegen, zuzugreifen. Genau. Genau, also wie du schon gesagt hast, Startgebot oder das, was wir halt als Startgebot gesetzt haben, sind 100 Euro. Und auf diesen Helm wurde leider noch nichts geboten. Also schlag zu. Ist wirklich eine tolle Geschichte. Wir müssen natürlich dazu sagen, die letzte Aktualisierung der Gebote ist vom 14. September. Dazu muss man sagen, dass die Jungs von Last Geek Tonight das natürlich händig eingeben. Und dass es dadurch natürlich ein bisschen zu Verzögerung kommen kann und jetzt speziell auch jetzt am Wochenende zu Verzögerung kommen kann, weil das Geek Tonight komplett bei der Norris Force Con in Fürth ist. Und deswegen kann es natürlich sein, dass mit der Aktualisierung, dass es da vielleicht bis Anfang nächster Woche irgendwie dauert oder so. Ja, aber wie gesagt, gerne verbieten, tolle Sache. Dann haben wir auch hier eine tolle Sache. Ich mache es mal größer. Wir haben verschiedene Sandproben, kann man so sagen, von Tatooine, also von Tunesien, wo die verschiedenen, oder wo es besondere Filmkulissen gab. Also hier sieht man zum Beispiel von, an der Stelle, wo R2D2 gestanden hat, dann von Mos Espa, dann wo die Jawas sich aufgehalten haben, Tusken sich aufgehalten haben und unten Lars Homestead, also die Behausung oder das, na, Behausung, das Haus von Luke Skywalker und Tante Beru und Onkel Owen, genau. Und dazu gibt es auch noch hier dann eben Ausschnitte aus dem Film, damit man das auch nochmal gut zuordnen kann. Ja. Und das Gebot, da gab es ein Startgebot von 25 Euro und das aktuelle Gebot ist bei 120 Euro, wie gesagt, vom 14. September. Ja, ich denke, schon ein super Ergebnis, aber da ist durchaus noch nach oben noch ein bisschen Luft, ne?
weil das ist, wie Ich gesagt, muss mal ja. gucken, ob ich da auch noch mitspeite. Okay, gut. Wie gesagt, Originalsand von Tatooine. Also was Tolles, ja. Okay. Magst du das nächste machen? Ja, der Skywalker-Wein aus Frankreich, wenn mich nicht alles täuscht. Da Genau. hat George Lucas ein Weinchateau beziehungsweise ein eigenes Weingut. Und ja, daher sieht man ja auch auf dem Label Skywalker. Und das ist natürlich auch was Feines. Findet man mit Sicherheit nicht in den hiesigen Läden oder in den Getränkeshops. Da muss man, glaube ich, schon für nach Frankreich fahren, um den zu bekommen. Also es ist ein schönes Stück. Genau. Da war das Startgebot 20 € und das aktuelle Gebot liegt bei 30 €. Also da auch nochmal Luft nach oben. Ne? Also das ist wirklich eine tolle Geschichte und ja, eine tolle Sache, die ihr dann auch steigern könnt. Und hier gestiftet von Nessis Papa. Also auch nochmal was ganz Besonderes. Ja. Ja, dann kommen wir zu auch einer tollen Sache und zwar ein X-Wing-Pilotenhelm. Ich klicke einfach mal die Bilder durch, dass ihr euch die näher anschauen könnt. Ein Helm, der von unserem Mitglied Fernando gestiftet worden ist. Und der Helm ist im Prinzip fertig. Das heißt also, wenn ihr die anderen Teile von X-Wing-Piloten zusammen habt, könnt ihr den Helm dazu benutzen und könnt damit lostroopen. Ups, Entschuldigung, das war zu weit. Könnt damit lostroopen für die Rebel Legion zum Beispiel. Also auch ein ganz, ganz tolles Stück. Super Geschichte. Kann ich euch auch nur empfehlen. Schon wieder zu weit, Entschuldigung. So, also hier ist der Helm, genau. So, okay. Also wie gesagt, kann man nur empfehlen. Wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte ist das. Und ja, ich muss nochmal weiterklicken. So, dann komme ich jetzt wieder da raus. So, der hat ein Startgebot von 120 € und ist leider bisher, oder doch, ich glaube, ein Gebot gab es, das ist nur noch nicht eingepflegt. Aber das kann man sicherlich noch überbieten. Also, wie gesagt, schaut gerne rein und das ist einmal ist es ein tolles Stück, um selbst zu troopen, also sprich Mitglied zu werden, zum Beispiel bei der Rebel Legion, dann auch speziell bei der German Bestiarin, ist es aber natürlich auch ein tolles Stück für eine Vitrine oder sowas, wenn jemand Helme sammelt. Dafür ist es natürlich auch eine tolle Geschichte. Okay, dann kommen wir weiter zum Jedi-Mantel, den ich jetzt eben auch schon zwei, dreimal angeklickt hatte. Genau, der Jedi-Mantel, auch handgefertigt von unserem Mitglied Scry Cosplay, also ihr Nickname oder Julia im realen Namen, die diesen handgefertigt hat. Und der ist auch, so, auch sozusagen ready to troop, genau. Und der hätte, oder andersrum, hat ein Startgebot von 60 € und liegt momentan bei 120 €, also schon eine Verdopplung des Startgebotes, was ein tolles Ergebnis ist. Wer aber sowas schon mal hat sich schneidern lassen, weiß natürlich auch, dass so ein Mantel auch noch weit mehr wert ist. Aber auch eine tolle Sache, wie gesagt, wer sich gerne einen Jedi zusammenbauen, zusammen machen möchte, genau, tolle Sache und kann ich dann auch nur ans Herz legen, ja. Und da ist es auch so, dass wir hier nicht von Karnevalsqualität reden, wie bei allen anderen Stücken auch, sondern da bewegen wir uns tatsächlich im hochwertigen Cosplay-Bereich. Manche denken vielleicht, na gut, ich hole mir so einen Mantel bei. Es gibt da verschiedene Anbieter in Deutschland. Ich will da keinen rausholen, aber das ist da schon was anderes. Es ist ein schöner, schwerer Wollstoff, qualitativ hochwertig und mit diesen Karnevalsshops, wo man so einen Mantel für 20, 30 Euro bekommt, natürlich nicht zu vergleichen. Nein, also keine Frage. Das sind wirklich hochwertige, tolle Props oder Kostümteile auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zum nächsten Paket, das Paket Sohn von unserem Freund gestiftet, Joachim Sohn. Gibt es einmal das Buch Sunny und Polly, Band 1 ist das, glaube ich, genau, sieht man hier oben. Dann gibt es die Zeitagenten und wie ich Jesus Star Wars zeigte. Also drei interessante, tolle Bücher. Also Sunny und Polly, das sind so tierische Detektive, so kann man das sagen. Zeitagenten, klar, steht schon im Namen, sind also Leute, die durch die Zeit reisen und versuchen, Dinge zu verändern, Dinge wieder gerade zu rücken. Und wie ich Jesus Star Wars zeigte, habe ich selbst auch gelesen und auch den zweiten Teil schon, wie ich mit Jesus Star Wars rettete, sind ja tolle Bücher, sind amüsant, sind aber auch auf der anderen Seite auch ja so ein bisschen ja nicht horrormäßig, aber auch sehr ernst geschrieben. Also man hat so eine tolle Mischung in den Büchern und sie regen auf jeden Fall
zum Denken an, diese Jesus-Star Wars-Bücher, so nach dem Motto, was wäre, wenn? Also auch eine tolle Sache. Da hatten wir ein Startgebot von 35 € und wir sind jetzt bei 50 €. Genau, da war das letzte Gebot am 9. September, das heißt auch eine tolle Geschichte, ist natürlich auch nochmal mehr drin. Genau. Dann haben wir hier noch True Treasures. Das heißt, True Treasures oder Andrea hatte ja letztes Jahr schon einen Gutschein gestiftet, dieses Jahr jetzt nochmal. Vielen Dank nochmal dafür. Dafür gibt es, also den Gutschein gibt es einmal für ein Armband, also mit den Rokallisperlen oder ein Halsband. So ein sogenanntes Joker-Halsband. Kann man sich also aussuchen, individuell mit Andrea oder mit Drew abstimmen, was man haben möchte, wie das Ganze aussehen soll und so weiter. Und das hier sind jetzt ein paar Beispiele, die man hier einfach sieht, was da möglich wäre, was da möglich ist. Also wirklich tolle Sachen. Ich werde auch hier in dem Video auch noch zeigen, wie das Halsband vom letzten Jahr ausgesehen hat. Also wie derjenige das letztes Jahr haben wollte. Genau. Jamendo.com Okay, da gibt es ein Startgebot von 30 € und am 5. September gab es ein weiteres Gebot von 40 €. Das heißt also, da ist nochmal auch Luft nach oben. Wer diese Bänder kennt, weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt und weiß auch, ja, dass die für weit mehr Geld sozusagen verkauft werden. Ich weiß nicht, wäre das für ein Mando auch sowas? So ein schönes Halsband, so ein Halsband oder Armband? Also grundsätzlich für den privaten Mando abends zu Hause Okay. auf der Couch Vor der Couch, ja. vor dem Gronk-Druiden-TV natürlich oder wenn man mal privat ausgeht auch mal ohne Helm, aber ich glaube mit Helm und Nexil sieht man da sehr wenig von. Okay, gut. Alles klar. Dann gehen wir über zu dem Paket Sci-Fi, gestiftet von dem Verlag in Farbe und Bunt, mit dem wir auch freundschaftlich verbunden sind. Da gibt es einmal das Buch Geeky Kitchen, das heißt, da gibt es Rezepte von verschiedenen Filmen, Fernsehserien, unter anderem Buffy, die Vampirjägerin, von Star Trek, von Star Wars, was gibt es da noch alles? Muss ich gerade überlegen. Auf jeden Fall von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen, genau. Dann gibt es das Buch Es lebe Star Wars von Thorsten Walsch, auch ein tolles Buch, das auch immer wechselt zwischen einmal so der faktischen Betrachtung, wie Star Wars entstanden ist, und dann aber auch so einer romanartigen Erzählung. Das heißt also, dass ein junger Mensch, also fängt mit einem Kind, glaube ich, an, wenn ich richtig in Erinnerung habe, und geht ins Erwachsenenalter dann rein, wie diese Person eben auch erlebt, wie sich Star Wars entwickelt und wie er dann auch verbunden ist mit Star Wars. Also so eine interessante Mischung. Habe ich auch schon lesen können, das Buch ist ein tolles Buch. Und dann gibt es das Hörbuch Der ewige Ort von Star Trek Discovery, ist das eine Geschichte. Und das ist gelesen von Benjamin Stöve, ist ja auch bekannt, unter anderem durch die FedCon und jetzt auch so durch Star Trek-Projekte, genau. Ja. Okay. Das liegt momentan bei 65 € mit dem Startgebot von 30 €. Also da gerne auch noch was für bieten. Dann haben wir als nächstes ein Paket Lego. Das sieht man ja, es sind ganz viele verschiedene Pakete. Einmal so ein Buch mit, also eine Bücherbox, da ist ein TIE Fighter dabei und drei Bücher mit Aufklebern und mit den Helden, glaube ich, ist es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, genau. Dann gibt es einen Han Solo-Magnet, so eine Friends-Packung, Creator, so ein Hund, dann in X-Wing, also den Poe Dameron X-Wing, einen McLaren, genau, und dann hier unten gibt es noch ein Ninjago-Paket, genau. Das ist von der Steinequelle gestiftet in Lahnstein. Also auch eine tolle Sache. Startgebot 35 € und bisher noch kein Gebot. Also da bitte zuschlagen. Das sind tolle Pakete, tolle Sachen, die man so auch nicht mehr unbedingt bekommt. Und wer diese kleinen Tütchen kennt, weiß auch, dass diese kleinen Tütchen auch für viel Geld gehandelt werden. Ich weiß nicht, puzzelt ein Mando auch ab und zu mal Lego oder wie sieht es da aus? Oh ja, also ich bin richtiger Lego-Fan. Also wir haben letztens auch, oder ich habe letztens auch einen Troop in einem für einen Lego-Store gemacht und habe da mir ein schönes Paketchen mitgenommen. Und ja, Michelle auch, die hat sich den BD-1 geholt. Ah, Und okay.
Also es sind schon echt schöne Sachen und so ein paar UCS-Modelle habe ich und naja, gut. Ich bin Fan, ja. Okay, super. Das heißt aber dann auch natürlich stilecht mit Helm auf, Ja, natürlich. ne? Dann Okay. hat man auch länger was vom Zusammenhang. Das stimmt, das stimmt. Ja, klar. Dann ist es vielleicht schwierig, manchmal die Farben zu unterscheiden, aber egal. Gut, das also da bitte gerne noch was verbieten. Genau. Dann haben wir das Paket Witwer und Patches. Man sieht hier ein Autogramm von Sam Witwer auf einem Bild von Darth Maul. Sam Witwer ist ja bekannt als Synchronsprecher von Darth Maul, vom Imperator in Rebels und Clone Wars. Und er hat natürlich auch sein Gesicht und seine Stimme auch dem Starkiller geliehen in, ja, Force Unleashed. Dankeschön, Star Wars The Force Unleashed, genau, danke, in den beiden Spielen, genau. Richtig. Das haben wir einmal und dann haben wir ein Patch-Paket der German Best Yavin, also die Patches so aus den letzten Jahren. Also hier ist ein Aufkleber und hier oben ist dann der Patch, genau. Also es gibt einmal den normalen Vereins-Patch, sage ich mal, oder Club-Patch. Es gibt Hope is the Way-Patch. Dann unseren Diversity-Patch, also Fighting Together for Diversity, den Erster Transporter gestartet Patch. Ja, der ist von diesem Jahr, also ganz neu. Und das ist auch ein tolles Paket. Und das ist ein Paket, an das man so auch nicht rankommt als Nichtmitglied. Wir dürfen die auch nicht verkaufen, aber für wohltätige Zwecke, wie eben in diesem Fall, können wir die ja anbieten, versteigern, wie auch immer, versteigern lassen, genau. Okay, dann komme ich zum letzten Paket der German Best Yavin und zwar das Paket Elton, also bekannt nach Elton von Stefan Raab, kennt man noch, den Showpraktikanten. Wir haben das so genannt, weil wir einen Gutschein gemacht haben für ja, einen Praktikanten der GBY sozusagen. Das heißt also, eine Person kann uns bei der FedCon an einem Tag der Wahl begleiten, kann alles mitmachen, kann alles miterleben, alles mitschauen. Ja, was auf jeden Fall da gemacht wird. Es ist jetzt kein Muss, aber es ist ein Kann, also alles kann und nichts muss. Und da gibt es dann diesen Gutschein, wie gesagt, es gibt das tolle Lanyard, es gibt noch einen Abo-Gutschein fürs offizielle Star Wars Magazin für 6 Ausgaben und es gibt ein Autogramm von Hans-Georg Panschak in diesem Paket. Also tolles Paket. Da könnt ihr auf jeden Fall was Tolles auch erleben und könnt einfach mal hinter die Kulissen eines Star Wars Kostüm-Fanclubs schauen. Und das Gebot steht jetzt bei 70 Euro, Startgebot waren 60 Euro, also da ist auf jeden Fall noch, denke ich, noch was drin und noch was möglich. Was ich noch ergänzen wollte, ist natürlich, dass bei den Paketen immer auch, wie gesagt, so Gimmicks dabei sind. Also Aufkleber sind immer dabei, Visitenkarten, auch diese Freundschaftskarte hier oben von Last Geek Tonight und German Best Yavin. Das heißt also, da ist immer was dabei. Genau. Und was ich natürlich auch noch sagen wollte, vielen Dank an alle Spender natürlich für diese tollen Sachen. Ja, und damit würde ich das Wort dann an dich übergeben, lieber Sven. Ja, von uns sind auch einige Sachen hinzugekommen. Da waren unsere Mitglieder auch so nett und haben direkt, als sie gehört haben, worum es denn geht, natürlich sofort Ja gesagt. Da sind wir dabei, da geben wir auch was zu. Ja, wir fangen hier bei uns an mit der Maske von Darth Revan. Das ist ein ABS-3D-Druck, also recht hochwertiges Material. Auch nicht zu vergleichen mit irgendwelchen dünnen ABS- oder Plastikmasken, die man so im Karnevalsbedarf bekommt. Also auch durchaus Cosplay geeignet. Und die wurde von unserem Tilo gespendet, bereits lackiert, gespachtelt, mehrfach geschliffen. Also, dass man da ein vernünftiges Stück hat. Genau. Und für den Preis ist das ein Mega-Schnapper. Also ich denke, da sollte auch noch ein bisschen Luft nach oben sein. Genau. Genau, man sieht hier aktuelles Gebot 30 Euro. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, ja. Okay, ich gehe zu dem anderen über, ja? Ja, gerne. So, gut. Genau, da sind wir bei Darth Nihilus. Die Maske, ebenfalls ein ABS-Druck und hochwertig bearbeitet, geschliffen, lackiert, gespachtelt. Ja, also ähnlich wie der Reaven gerade Cosplay geeignet. Und ja, da ist ja schon das ein oder andere Gebot, glaube ich, für reingekommen. Aber ich denke, auch da sollte noch ein bisschen Luft nach oben sein, wenn man bedenkt, was die
was die Props sonst so kosten, wenn man die in Auftrag gibt, wenn man so ein Cosplay machen möchte. Und selbst als Ausstellungsstück wunderschöne Teile. Genau, das aktuelle Gebot 50 € und wie gesagt, mit Luft nach oben. Genau. Jawohl. So. Genau, dann haben wir das Paket Posca Reeves. Das wurde gespendet von unserem Tommy. Ja, da gibt es von Hasbro die Black Series Figur in 6 Zoll, also die großen, noch original verpackt und geöffnet. Man sieht sogar auf den Waffen sind noch die Tesastreifen drüber, also noch komplett original verpackt. Dazu gibt es unsere Mandalorian bzw. Mando-Mercs Trading Card von Tommy. Drei Aufkleber, drei ja, Sticker-Badges, die man sich halt so an die Jacke oder an den Pulli machen kann. Und ein Alu-Patch mit unserem Clan-Symbol steht auch oben drüber in Mandoade, Jagala-Clan. Da kommt man auch sonst nur als Mitglied dran, beziehungsweise als Rekrut. Also man muss schon mit uns zu tun haben, ansonsten bekommt man den Patch nicht so einfach. Okay, super. Und das ist das aktuelle Gebot 65 €, was durchaus schon eine gute Summe ist, mit Startgebot 15 €. Ja. Aber gerne auch noch mehr, gell? Klar, für die Kinder gerne mehr. Okay. Genau, das Paket Beskar und Solo, das ist von unserem Reese oder auch Patrick. Hat er einen persönlichen Patch beigelegt, das unten links. Dann hat er Aufkleber, auch die Mandalorian-Mercs Trading Card dabei und einen 3D gedruckten Beskar-Barren. Sollte, glaube ich, aus der Serie bekannt sein, aus The Mandalorian. Ja, und die Glückswürfel von Han Solo, die am, ich hätte fast gesagt, Rückspiegel im Millennium Falcon hängen, aber sie sind öfters im Bild, sie baumeln vorne am Cockpit. Ja. Genau. Genau, man sieht sie vor allem in der berühmten Szene, wo dann Han Solo auch den Ellbogen so aus der Windschutz, also aus dem Seitenfenster hängen lässt, ne? Genau. Beim Fliegen, genau. Um den Genau. Fuchsschwanz reinzuholen. Genau, Okay, genau. Und das Paket ist bei 40 €. Also gerne, wie gesagt, noch was dazugeben. genau. So. Ja, das sind zwei Beskar-Schwerter. Beskar heißt oder ist das mandalorianische Schwert, hat eine typische Form, wie die Mandalorianer es tragen. Das ist aus Holz gearbeitet. Und ja, eine Inschrift ist drauf, scharfes Ende. Das andere Schwert, das sind zwei Schwerter, die zur Verfügung stehen, hat die Inschrift tödlicher Biss. Sind Cosplay geeignet, dürften keine Probleme auf Conventions bringen. Da sollte man also mit reinkommen. Ja, auch zwei sehr schöne Stücke. Und ich denke, auch da dürfte noch ein bisschen Luft nach oben sein. Genau, sind Genau. Und beide, ja, Entschuldigung. ja, nee, bitte, bitte. Also ich wollte nur sagen, sind beide momentan bei 50 €. Genau. Genau. Und dazu gibt es dann auch wieder Trading Cards und Sticker von Kerstin, also unserer Falke, auch ein Mitglied von uns. Und ja, also das Komplettpaket. Gut, dann sind wir schon beim nächsten, genau. Genau. Das Grogu Trooper Paket. Da gibt es von Metal Earth einmal aus Stahl sind die dünnen Stahlblech, eine Darth Vader Figur. Die muss man halt so ein bisschen knicken und zusammenstecken. Es ist ein filigranes Stück, ein sehr schönes Stück. Bedarf da auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, um die Figur dann aufzubauen. Aber wenn sie dann fertig ist, ist sie wirklich sehr schön. Ja, dann einen kleinen Grogu gibt es dazu, eine kleine Grogu-Figur und auch aus der Hasbro Black Series 6 Zoll Serie die Holiday Edition vom Range Trooper. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, den gibt es auch nicht mehr zu kaufen im Handel als Neuware. Der ist auch noch original verpackt, nicht geöffnet und der ein oder andere Sammler dürfte wissen, was sie so kosten. Und ich denke, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben bei dem aktuellen Gebot. Genau, da sind wir bei 35 €, also für die drei tollen Sachen auf alle Fälle, klar.
Stell mir gerade vor, wie man mit kompletter Mando-Montur den Darth Vader zusammenbaut. Das ist bestimmt auch lustig, oder? Ja, ich glaube, den baut man gar nicht Okay, zusammen. gut. Ich Gut. glaube, den nimmt man eher auseinander. Ja, das glaube ich auch. Okay, dann sind wir bei einem ganz, ja, besonderen Stück nochmal, genau. Genau, also ein Boba-inspirierter mandalorianischer Helm. Es ist nicht der Original-Boba-Helm, wie gesagt, Boba-inspiriert. Sehr schön bearbeitet. Es ist auch Ups. ein 3D-Druck für einen Erwachsenen tragbar mit Visier, allem drum und dran, also ready to troop. Und ja, wenn man bedenkt, was so ein Helm kostet, wenn man ihn sich machen lässt, fertig lackiert auch noch, dann sind auch die 200 € auch noch ein guter Schnapper. Und da dürfte noch ein bisschen Luft nach oben sein. Sehr schönes Stück. Das ist von unserem Churchman, vom Kevin, gestiftet worden. Der ist momentan Rekrut bei uns und hat auch sofort gesagt, da beteilige ich mich gerne. Super Sache. Also noch gar kein Merk sozusagen offiziell, sondern noch in dem Bewerberstatus. Und super, also Genau. toll. Prima. Okay, dann schauen wir mal nach dem nächsten Paket. Genau, das Paket ist von unserem Thorsten alias Kjaidan. Das Jedi Challenges Spiel fürs Handy. Also in diese Brille wird das Handy eingelegt und dann sieht man ja, Augmented Reality, sprich man sieht seine eigene Umgebung, wo man es gerade spielt, im Wohnzimmer. Dann kommen halt die Figuren dazu und ja, man kämpft in seinem eigenen Wohnzimmer dann mit Lichtschwertern. Genau. Ja, das ist auch noch original verpackt. Da ist sogar glaube ich, noch diese Plastikschnur drum, diese gekreuzte, die da immer, diese Packschnur. Also, das ist auch noch nie geöffnet worden und auch nicht mehr im Handel erhältlich. Okay, und liegt momentan bei 30 Euro. Gut, hier steht jetzt nochmal, dass die App wahrscheinlich nicht mehr, zumindest beim, ich gucke noch gerade mal, genau, wahrscheinlich auf normalen Android nicht mehr läuft. Könnte sein. Müsste man halt mal prüfen, müsste man nochmal genau gucken. Was auf jeden Fall natürlich toll ist, ist allein schon das Schwert. Das ist eine tolle Geschichte. Dann hier die Kugel auch. Und auf jeden Fall mehr wert als 30 Euro. Keine Frage. Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Ja, ein Lego Stormtrooper aus der 18 Plus Serie, knapp 650, ja, da steht es ja 647 Teile, auch nicht mehr im Handel erhältlich. Wenn man mal einen Blick bei eBay reinschmeißt, die gehen teilweise, klar, man kann Glück haben und kriegt einen für 80, 90 Euro, die gehen aber auch teilweise für 120, 130 Euro weg. Ja, wie es halt bei Lego ist, sobald irgendwas nicht mehr offiziell im Handel erhältlich ist und es ist beliebt und es ist nun mal Star Wars, da sind fast alle Sachen beliebt, dann gehen natürlich die Preise nach oben und dazu bekommt man noch zwei Prints von unserer Ina, die das Ganze stiftet. Sieht man unten zwei Bilder und den Sticker noch von ihr mit dazu. Genau. Okay. Und momentan bei 70 Euro mit Startgebot 60 Euro. Genau. Ja, okay. Das war also der Stormtrooper. Gehen wir über zum nächsten Auktionspaket. Ich mache es wieder Genau. groß. Ein mandalorianischer Helm. Ist auch ein 3D-Druck, hochwertig bearbeitet, gespachtelt, geschliffen, mehrfach und eigentlich ein sehr schönes Stück. Nur finde ich, ist der Text dazu ein wenig missverständlich. Individuell lackierter mandalorianischer Helm. Da wurde ich nämlich schon ein paar Mal gefragt, was denn an der grauen Lackierung so individuell ist. Okay. Gut. Ja, das ist natürlich die Grundierung und der Käufer bestimmt die Lackierung, die Art, die Farbe, was er denn gerne haben möchte. Und wie es im Text steht, kann daraus ein absolutes Einzelstück werden. So wie der Käufer sich das vorstellt, wird er dann anschließend fertig gemacht. Natürlich auch mit Visier und allem drum und dran, ready to troop. Okay, das heißt also, ihr könnt den lila, blau, gesprenkelt, alles Mögliche, also könnt ihr da sozusagen euch was aussuchen, genau, und nicht
Das, also nicht, das ist die individuelle Lackierung, sondern so, wie ihr das haben möchtet, genau. Genau, richtig. Okay. Ja, bei 120 Euro, also das heißt, das Startgebot ist jetzt gerade sozusagen reingeholt worden. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, so ein Helm, der hat weit, weit nach oben noch Luft. Okay. Gut. Dann haben wir noch die Kristalle, genau. Genau, die sind von Michelle alias Nectra. Hier haben wir selbst gemacht. Die sind aus transparenten Resin gedruckt in Rot und in Blau. Haben dann eine gedruckte Fassung und darin ist dann ein LED-Anhänger eingelassen. Ja, sehr schön als Schlüsselanhänger oder als Charm für die Waffe. Kennt man vielleicht aus einigen Computerspielen. Da hat man da immer so Glücksbringer an den Waffen, nicht Waffeln, sondern Waffen. Und ich glaube, in der Sendung bei Last Geek Tonight kam auch das ein oder andere Mädel auf die Idee, die als Ohrringe zu tragen, was natürlich dann auch möglich wäre, wenn man sich dann entsprechend andere Halterung dran macht, oben der Ring. Gut, wenn die Ohrlöcher groß genug sind, passt auch Aua. das, aber ansonsten muss man da ein bisschen umarbeiten. Genau, sind sehr schöne Stücke und da haben wir bei 10 Euro angefangen, derzeit bei 20 Euro für zwei Kristalle. Genau, die haben auch noch Farbwechsel, deshalb haben wir hier zwei Bilder mit unterschiedlichen Farben dazu gesetzt, also die leuchten in verschiedenen Farben, genau. Also auch eine schöne Sache und vielseitig verwendbar. Ich glaube, als Nasenring wird es zur Not auch gehen, ja? Das wird auch gehen, ja. Ach so, ne, dann hätte man halt mal was Gebaumel über den Mund, aber gut. Aber auf jeden Fall tolle Sachen, keine Frage. Ursprünglich natürlich als Schlüsselanhänger gedacht, gell? Aber kann man Genau. auch anders verwenden, genau, keine Frage, Genau. ja. Okay. Man kann auch den kompletten Anhänger einfach abnehmen und sich das beispielsweise in so ein zerstörtes Lichtschwert reinsetzen. Ist Okay. ja ein Kyber-Kristall, die in den Lichtschwertern drin sind. Und also da kann man einiges mitmachen, wenn man da ein bisschen fantasiert, ja. Okay. Gut, prima. Dann kommen wir zu dem 24. Paket, das noch ja dazugekommen ist. Also Erkan und Stefan, genau, zwei Comedians kommen, haben von dieser Auktion oder Aktion erfahren und haben dann gesagt, klar, Last Geek Tonight, wir wollen uns daran beteiligen. Und wir schicken euch was zu. Also einmal dieses Autogramm von beiden, ein tolles individuelles Autogramm und die Tasse mit Leia und R2D2 drauf. Das ist das Paket 24. Und das hat, ups, da muss ich jetzt wieder raus. So. Genau, und das hat ein Startgebot von 20 Euro gehabt und steht momentan bei 40 Euro. Also da kann man sicherlich auch nochmal was machen. Es ist ein individuelles Paket, wie gesagt, mit Autogrammen von Erkan und Stefan. Also. Auch eine tolle Sache und auch eine durchaus eine Rarität, kann man sagen. Genau. Okay, dann sind wir mit den Auktionspaketen soweit durch. Also, wie ihr gesehen habt, ganz, ganz tolle Sachen dabei, viele unterschiedliche Dinge dabei. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Wirklich super Sachen dieses Jahr wieder. Und ja, bietet einfach gerne dafür. Weihnachten kommt bald und so weiter. Dafür gibt es natürlich auch tolle Gelegenheiten oder Geburtstage gibt es natürlich auch immer. Im Laufe des Jahres. Und das Wichtige dabei ist natürlich, ihr bekommt was Tolles und ihr leistet damit auch noch was Tolles. Das heißt, ihr unterstützt damit auch eine tolle Sache. Muss man auch ganz klar nochmal betonen, genau. Okay, und was ihr genau unterstützt, das werde ich jetzt nochmal gerne zeigen. Und zwar, na, so. Okay. Genau, jetzt machen wir das so rum. So. Genau, hier haben wir das nochmal. Also die Seite nochmal der DLFH oder der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe, Aktion für krebskranke Kinder, Ortsverband Mannheim e.V. Wie gesagt, da kann man nochmal nachlesen, nochmal nachgucken, was die so alles Tolles machen. Und wir haben es in der Sendung ja auch vorgestellt. Hier gibt es auch nochmal so ein Video sozusagen davon. Und die unterstützen natürlich, wie gesagt, krebskranke Kinder, versuchen denen ja in der Krankheit zu helfen und trotz der Krankheit auch nochmal
ja, schöne Momente, Momente der Abwechslung zu schaffen und natürlich auch deren Familien zu helfen durch verschiedene Aktionen, verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Also zum Beispiel, dass die Familien ortsnah untergebracht werden können und ihrem Kind beistehen können, was eben in der Klinik ist oder so. Oder auch die Geschwister, dass die auch mit ihrem an krebserkranken Kind, krebserkranken Geschwisterchen zusammen sein können und da eben auch ja noch eine schöne Zeit miteinander verbringen können. Also deswegen eine tolle Sache und bitte unterstützt, das ist wirklich super. Ja, ein Punkt, den ich auch noch gerne ansprechen möchte, ist auch noch im nächsten Wochenende vom 24. bis zum 25. September ist das Science-Fiction-Treffen in Speyer. Hier sieht man schon mal so ein bisschen was davon. Science-Fiction-Treffen in Speyer, das ist etwas, was es jetzt zum 13. Mal schon gibt, also auch eine tolle Sache. Ja, man sieht hier oben ganz viele Stormtrooper und Vader, klar, weil der Organisationspartner des Museums in Speyer, vom Technikmuseum in Speyer, genau, die eben dieses Science-Fiction-Treffen ausrichten. Davon ist der Aktionspartner natürlich die German Garrison von der 501st Legion. Und darüber hinaus gibt es viele, viele andere tolle Clubs, Vereine, die auch dabei sind. Ja, unter anderem wir natürlich, die Rallye Jerbas Yavin und auch. Die Mando-Mercs sind natürlich auch da. Genau. Also ich sage mal, von Star Wars gibt es viele Vereine und dann natürlich auch Star Trek ist vertreten, Resident Evil ist da, dann haben wir auch, jetzt muss ich überlegen, G.I. Joe ist noch da, Transformers ist da, also aus verschiedenen Genres oder verschiedenen Franchises so rum, Fandoms, genau kann man auch sagen, sind viele Sachen da. Und auf der Seite speyer.technik-museum.de/de/science minus Fiction minus Treffen, könnt ihr dann euch informieren über das Science-Fiction-Treffen. Hier gibt es auch noch ein paar andere Bilder zum Schauen. Und da steht natürlich auch das Programm, was es da gibt. Also gibt es zum Beispiel Vorträge. Es gibt aber auch die Opening-Show, an der wir beide ja auch beteiligt sind. Also auch eine tolle Sache. Und natürlich haben wir als Verein da auch, oder Clubs, haben wir natürlich auch Stände, wo ihr euch informieren könnt, wo ihr vorbeikommen könnt, tolle Sachen bestaunen könnt. Ja, Sven, magst du kurz sagen, was ihr anbietet für die Besucher? Ja, genau. Also wir sind dieses Jahr auch wieder endlich wieder mit einem Stand da. Es war ja in den vergangenen 2 Jahren nicht möglich durch Corona, beziehungsweise letztes Jahr dann die Light-Version ohne Stand. Ja, wir sind da. Wir haben relativ großen Stand. Wir haben unseren Infostand, wo wir Props ausstellen werden, wo man sich über die Mandos und Star Wars im Allgemeinen informieren kann, über unseren Club informieren kann, speziell natürlich über die deutsche Vertretung der Mando-Mercs, über den Jagalar-Clan. Wir werden mit sehr, sehr vielen Mitgliedern und Rekruten da sein, sehr schöne Rüstungen präsentieren. Wir werden neben unserem Infostand ein Foto-Backdrop da haben, wo man jederzeit auf uns zutreten kann oder an unseren Stand kommen kann und Fotos mit uns machen kann. Natürlich nicht nur am Stand, sondern generell auf dem ganzen Gelände. Wer uns sieht, kann uns für ein Foto immer gerne ansprechen. Ja, und wir haben noch einen Workshop mit dabei, wo wir verschiedene Sachen bearbeiten werden, von Leder über Rüstungsparts und dann das Ganze so ein bisschen zeigen, wie man denn zu einem Kostüm kommt, wie man gewisse Kostümteile und Materialien bearbeitet. Da kann neben dem, was gezeigt wird, natürlich auch alles andere gefragt werden. Unsere Mitglieder, die das organisieren bzw. durchführen, stehen da gerne Rede und Antwort. Und ja, da kann also jeder auf uns zukommen, zugucken. Ja, mitmachen wird ein bisschen schwierig, aber jedenfalls kommunikativ mitmachen. Genau. Okay, super. Genau, was da natürlich, oder fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum fangen die jetzt auf einmal mit Speyer an? Eben geht es noch um die DLFH. Hat die natürlich den Hintergrund, dass die DLFH auch eben seit Jahren schon der Charity-Partner auch ist vom Science-Fiction-Treffen. Das heißt, die DLFH wird auch mit dem kleinen Stand vor Ort sein. Und es ist so, dass es an verschiedenen Ständen eben auch Spendendosen gibt. Unter anderem eben auch bei dem Jagalar-Clan wird eine Spendendose stehen, bei uns wird eine Spendendose stehen. Und bei uns ist es auch so, dass es neben dem Fotopoint, also wir haben so eine Tatooine-Fotowand und Informationen über unseren Club an unserem Stand, machen wir auch dieses Jahr wieder eine Tombola zugunsten der DLFH. Das heißt also, da
lade ich euch herzlich ein, mitzumachen. Es gibt 2 € Einsatz pro Los. Und es ist so, dass bei einem Los mit keiner Nummer gibt es einen schönen kleinen Preis und bei einem Los mit einer Nummer gibt es einen schönen großen Preis. Das heißt also, ihr könnt nicht verlieren, ihr gewinnt auf jeden Fall immer irgendwas und ihr tut auch noch was Gutes. Also das kann ich euch nur ans Herz legen, nach Speyer zu kommen, da zu spenden und natürlich auch einfach ein, ja, ich sag's mal salopp, ein geiles Wochenende zu erleben, weil es einfach immer super ist mit den ganzen kostümierten Leuten und ihr könnt mit allen Fotos machen, einfach nett fragen, dann wird jeder mit euch ein Foto auch machen, das ist überhaupt kein Thema und die Atmosphäre ist einfach super, das ist wirklich so eine, ja, so eine, man kann schon sagen, eine Convention in einem, an einem besonderen Ort eben im Technikmuseum, ja. Genau, ist für viele das, ich sag mal so, das Event-Highlight des Jahres immer wieder. Ich bin da auch sehr, sehr gerne, habe daneben aber noch ein, zwei andere Events, die ich gleichermaßen gerne besuche, aber Speyer ist wirklich jedes Jahr immer ein Highlight und da lohnt es sich. Es sind ja auch nicht nur die Clubs da, sondern auch die Besucher kommen teilweise verkleidet und ich sag mal, alles im Allen laufen dann 400, 500, 600 verkleidete Cosplayer rum. Also das ist auf jeden Fall sehenswert und sollte man sich gerne mal antun. Genau. Okay, ich gehe mal wieder in den Großbildschirm zurück. So, ja, dann haben wir euch, glaube ich, den Mund wässrig gemacht auf die tollen Preise und auch auf Speyer. Also ich hoffe, den einen oder anderen von euch dort treffen zu können. Hoffe natürlich auch, dass ihr für das eine oder andere auch bieten werdet. Wie gesagt, ist eine tolle Geschichte, eine tolle Sache. Ja, ich sage dir recht herzlichen Dank, lieber Sven, dass du mich heute begleitet hast. Dankeschön. Ja, und an euch sage ich einfach, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich zeige nochmal aufs T-Shirt, Hope is the way. Also nach dem Motto, helft einfach mit und tut den Kindern was Gutes. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Challenge.com.